R-E-W-I-N-S-I-D-E. Guten Morgen, meine Freunde, was geht? Wir haben ein wenig verschlafen, macht aber gar nichts, weil die anderen scheinbar, glaube ich, auch noch nicht da sind. Wir haben jetzt irgendwie 10:45, wir wollten uns um 11 Uhr treffen, also mega, mega gut von uns. Wir sind um 10:55 aufgestanden, ich habe sogar noch geschafft, rechtzeitig zu duschen und. Leider kein Frühstück für uns heute, wir gehen aber jetzt trotzdem schnell zu den Autos, packen alles ein und fahren dann auf Richtung ganz krasser Norden nach Hammerfest. Und denn Hammerfest ist die nördlichste, größte Stadt in ganz Europa mit über 10.000 Einwohnern. Und bin mal gespannt, was uns da erwartet, außer klirrende Kälte und ganz viel Eis. So, wen ich hier getroffen habe in der Lobby. Hallo Felix. Hi. Na, bist du fertig mit deinem Video? Ja. Ah, noch 11 Minuten hochladen. Wir haben gesagt, wir haben 11 ein Video nicht hochgeladen hast. Wer hat verschlafen? Revi. Ja, wer war erst beim Frühstück? Felix. Wer hat sein Video nicht hochgeladen? Felix. Jetzt sind wir alle zusammen, jetzt könnten wir theoretisch losfahren. Auf Easy würde ich warten, Felix, aber nicht auf dich. Hab ich schon gedacht. Mit deinem Kackbox, guck doch eh keiner die Scheißqualität da. Bah, verschwinde, raus mit dir, geh. Freunde, wir sind jetzt im Auto. Der liebe Dena fährt heute. Glücklich bin ich mit der Wahl des Fahrers auf jeden Fall nicht, weil ich habe jetzt schon Todesangst und sowieso fährt dieser Junge wieder der typische Plan. Hast du einen Führerschein? Wir fahren heute auf jeden Fall nach Hammerfest. Das ist die größte, nördlichste Stadt in Europa, das habe ich ja eben schon mal erwähnt. Und da werden wir dann Nacht über Nacht fahren. Dann am nächsten Tag endlich ans Nordkap, wo ich auch noch ein kleines Special-Projekt in meinem Kopf zusammenbraue. Mal gucken, ob das funktioniert, ob die Technik nicht abschmiert, keine Ahnung. Ich denke mal, wir sehen uns dann irgendwie zwischendurch an der kurzen Raststätte wieder. Oder wenn Dena dann irgendwie in den Wald AA machen muss. Das sollte man nicht machen, weil es zu kalt ist. Richtig, außerdem friert dann die AA ab und könnte dann ein Eichhörnchen verletzen, was sich daran piekst und stirbt. Von wo oben, wo weit oben du? Ja, dann kannst du Eiszapfen kacken. Ganz kurz der Zwischenstopp an der Tankstelle. Felix holt sich kurz was zu trinken. Wir haben da vorne Schneemobile stehen. Ich weiß nicht, ob man die in der Kamera sehen kann. Ich versuche mir ganz kurz ein bisschen reinzuzoomen. Da stehen welche, da wo dieser Mann gerade lang geht. Und ich habe so dermaßen Lust, mit so einem Schneemobil irgendwie rumzufahren. Das, an der Seite vorbeigefahren, das, so sah, so das sieht so cool aus, wenn hinten dieser Schnee sprüht und alles. Und das ist so endnice. Hoffentlich haben wir irgendwann auf diesem Trip mal die Möglichkeit, mit so einem Ding mal rumzubrettern. Denn das ist hier komplett casual irgendwie. Die fahren damit über die Seen, die fahren damit neben der Straße ganz oft her. Wir haben schon so viele gesehen und ich habe noch nie auf so einem Ding drauf gesessen. Geschweige denn so ein Ding so nah gesehen wie gerade tatsächlich. Also ich finde die ultra cool und würde es tatsächlich ziemlich gerne mal ausprobieren. Wir machen nur einen ganz kurzen Stopp, dann fahren wir weiter nach Hammerfest. Ich dachte mal, ich wäre der einzige ekelhafte Mensch, der darauf steht, Gummibärchen mit Schokolade zu essen. Und ich habe die jetzt einfach mal per Zufall gekauft. Die sind so lecker. Das sind Gummibärchen, die mit Schokolade überzogen sind. Das ist wie so Schokoweintrauben, nur mit Gummibärchen drin. Das ist ultra geil. Oh, lecky, lecky Felix. Also nicht jetzt du dein und dein Gesicht nicht, aber die Gummibärchen tatsächlich. Wir sind gerade an der Grenze zu Norwegen. Wo müssen wir hin? Nothing to declare hier. Ihr seht das hier, hier ist nichts mehr. Das ist wie am fucking Nordpol, hier sieht das aus. Richtig Tundra, also wirklich halt. Also krass, hier ist nichts mehr an Vegetation, hier lebt gar nichts mehr, hier sind keine Dörfer mehr. Jungs, haben wir noch genug Sprit? Yep. Jungs, wir ballern weiter. Jungs vor allen Dingen, weißt du, hinten sitzt Jody, alles klar. Ich rede mit mir selber und Felix, genau das. Und der eine da, ein Rentier. Hey meine Lieben, wir sind jetzt hier mitten in Alaska, in der Pampa. Freddy, wie geht's dir? Also Leute, schaut euch das mal an. Wir sind hier im tiefsten Schnee. Ich mache jetzt ein kleines Experiment. Freddy? Ja? Komm wieder her, ich brauche einen Adventure-Kameramann. Ich wechsle gerade Objektiv. Adventure-Kameramann! Okay. Komm mal mit. Eigentlich hatte ich jetzt nur vor, hier runterzuspringen. Ich habe echt überlegt, hier ein Salto runterzuziehen. Aber hier ist alles voller Eis. Und wenn ich hier falsch aufkomme, bin ich tot. Deshalb springe ich nur normal hier runter. Hast du alles drauf, Freddy? Okay. 3, 2, 1. Ah! Aua!
Ist das kalt? Nur ein Vorgeschlecht. Social Experiment im Schneelaufen. Vater, ich bin gay. Nein, war ein Witz, bitte nicht schlagen. Einfach mal einen Daumen hoch da lassen. Es ist echt nicht so kalt, wie man denkt. Außer jetzt an meinen Beinen. Es ist kalt. Ich bin ein Trottel, warum mache ich das? Okay, Freunde, was soll ich sagen? Ich bin kurz davor, komplett zu eskalieren, in Tränen auszubrechen. Es ist kein Witz, ich habe noch nie so etwas Heftiges in meinem ganzen Leben gesehen. Ich drehe euch jetzt mal ganz kurz die Kamera. Schaut euch das an. Das an dieses Fjord. Das ist der krankste Übershit der ganzen Welt einfach. Ich komme überhaupt nicht mehr klar. Guckt euch an, wie weitläufig das ist. Da hinten ist die Stadt, Alter, da ist ein dummes Arschloch. Hallo. Schaut euch das an. Das ist wirklich einfach, also man kann das kaum in Worte fassen, wenn man hier ist, weil das sieht so heftig aus. Es sieht so unglaublich gut aus. Es ist so surreal, weil es fühlt sich an, als wäre es warm und der Golfstrom bringt natürlich jetzt hier warmes, fließendes Wasser hin, so dass es irgendwie nur teilgefroren ist und ich kann einfach überhaupt gerade nicht beschreiben, was hier abgeht. Es ist so krass. Oh, ist das hier schön, ohne Witz. Das ist echt was komplett Einzigartiges für mich und ich bin echt froh, dass ich irgendwie so ein Erlebnis hier machen darf. Das ist was ganz Besonderes für mich. Und ich hoffe, ihr könnt das irgendwie auch so ein bisschen genießen, wie ich das gerade tue. Ah, mein Mikrofon! Autsch! Mein Mikrofon einfach eingeklemmt. Leute, ich beende den heutigen Vlog mal ausnahmsweise aus dem Auto raus, weil wir schon so viel heute gefilmt haben, dass überhaupt keinen Sinn mehr noch das Essen zu filmen, das Hotelzimmer zu filmen und. Die Abendroutine lassen wir heute einfach mal weg. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. 400.000 Daumen hoch da, dann... Keine Ahnung, was laber ich hier eigentlich. Schaut auf jeden Fall bei Dena vorbei, bei der lieben Jolie. Checkt auf jeden Fall meinen Snapchat aus, das ist ganz oben in der Beschreibung verlinkt der Name. Das betreibe ich in den letzten Tagen echt relativ aktiv. Lohnt sich gar nicht da vorbeizuschauen, macht's aber trotzdem. Schaut mal lieben Easy beim Sturmmann vorbei, lasst einen Daumen hoch da, haut da rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ja.